Umfrageergebnisse zeigten, dass die Mehrheit zu einem Brexit neigt, was bei den Märkten eine riesige Welle von Unsicherheit ausgelöst hat, Professor Ian Beck, LSE. Den wirtschaftlichen Zuwachs des Euroraumes will Mario Draghi um jeden Preis fördern. Inwiefern ist der jüngste Ankauf von Krediten dabei sinnvoll gewesen? Der Ankauf von Krediten ist ein Teil des quantitativen Lockerungsprogramms der Europäischen Zentralbank. Durch den Ankauf von Krediten wird die staatliche Finanzierung der Projekte in anderen Ländern erleichtert, weil dadurch die direkt auf den Leitzins bezogenen Risiken, die auf der Regierung lasten, verringert werden. Als Resultat können die Banken mehr Kredite an Privatpersonen vergeben. Dadurch steigen die Investitionsumfänge, was wiederum eine wirtschaftliche Erholung fördert. Das Brexit-Referendum wird in weniger als einer Woche passieren. Wie sieht die Stimmung im Land aus? Die Umfrageergebnisse zeigten, dass die Mehrheit zu einem Brexit neigt, was bei den Märkten eine riesige Welle von Unsicherheit ausgelöst hat. Ein Brexit würde eine große und langanhaltende Unsicherheit auslösen. Das, was heute passiert, ist schwer definierbar. Aus emotionaler Sicht wollen die Briten einen Brexit sehen, weil das Land dadurch die absolute Souveränität erhalten würde. Das nationale Bewusstsein würde steigen. Das Land würde seine eigenen Gesetze aufstellen und selbst entscheiden können, wer einreisen darf. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre ein Brexit sehr nachteilhaft. Aus diesem Grund hatten die Fondsmärkte auch so negativ reagiert. Die Werbeaktion der antieuropäischen Partei aus der vergangenen Woche könnte einiges verändern. Das Thema Einwanderung ist ausschlaggebend. Die Liberalen sind aktiver geworden. In dieser Woche möchte die Partei eine maßstabreiche Bewegung zugunsten eines Brexites in Gang setzen. Mal sehen, inwiefern dies die Umfrageergebnisse beeinflussen wird. Mobilize its own supporters who have been at risk of defecting to the Leave side, and we wait to see whether that has any resonance in the polls next week. How could the UK benefit? Wird Großbritannien von dem Handelsabkommen zwischen Europa und Kanada profitieren? Es wurde viel darüber gesprochen, inwiefern ein Brexit die weiteren Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Großbritannien und Europa beeinflussen würde. Im Endeffekt wurde entschieden, dass Großbritannien über den gleichen Status verfügen wird wie Norwegen. Das bedeutet, dass das Land am Binnenmarkt weiter teilnimmt, unter der Bedingung, dass Großbritannien weiter an Europa Auszahlungen tätigt. Das war eine Variante. Die zweite Variante wäre eine freie Handelszone, wie in Kanada zum Beispiel. Diese Handelsbedingungen wären nicht so rentabel wie die mit der Schweiz zum Beispiel, jedoch rentabler als die Standardbedingungen der Welthandelsorganisation. Das Handelsabkommen mit Kanada schließt den Finanzsektor aber nicht mit ein, was für den bedeutenden britischen Finanzsektor wiederum ein großes Risiko darstellt. Für England ist dieses Handelsabkommen mit Kanada nicht die beste Nachricht, was das Thema Brexit und die möglichen Folgen wieder aktualisiert. Professor Ian Beck, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und auf Wiedersehen. With myself and Celeste Skinner next week for Everything FX. Bye for now.